Ja, guten Tag. Wir sind hier Sophia, Matteo, David und Samuel und wir möchten euch heute gerne das Projekt Scrabble.io vorstellen. Und ja, der Name hört sich zuerst mal ganz komisch an. Es ist aus zwei Begriffen zusammengesetzt. Einmal schon angesprochen Scribble, das ist eigentlich wie Montagsmaler. Einer malt, andere raten, was derjenige malt. Und zum anderen ist der Name aus Krabbeln zusammengesetzt, also die Fortbewegungsart von Insekten. Ja, das erklärt jetzt aber noch nicht so richtig, worum es da geht. Man spielt es genauso wie Scribble. Der eine malt, die anderen raten. Aber wir haben das mit Insektenthematik verbunden, nämlich dass die verschiedenen Insekten als die zu erratenden Begriffe sind. Und da werden auch am Ende der Runde immer Informationen zu demjenigen Insekt eingeblendet, was es zu zeichnen galt. Und so sollen Menschen über Insekten und auch deren Artensterben Informationen auf spielerische Weise erfahren. Da mussten wir uns natürlich überlegen, wie soll etwas zustande kommen. Und man braucht natürlich auch ein ansprechendes Design. Hier sind wir mit so einer Faustregel klar und übersichtlich vorgegangen, wie man zum Beispiel an den Vektorgrafik-Icons unten erkennen kann. Und wir haben uns gedacht, der Hintergrund könnte grün sein, weil man ja die Insekten draußen im Grünen sucht. Und noch so eine kleine witzige Geschichte zum Logo. Wir haben uns dabei tatsächlich von Debug-Icons inspirieren lassen. Also das seht ihr dann links, rechts so das Zwischenstadium. Und hier ist halt unser fertiges Logo. Also das war tatsächlich ein Programm, wo Bugs wirklich erwünscht waren. Genau, und jetzt erzähle ich euch etwas über die Technologien, die wir verwendet haben. Zum einen haben wir mit HTML die Webseite erstellt und dann mit CSS verschönert. Und mit Python, also hier sehen wir zum Beispiel den Code. Mit JavaScript haben wir dann die Malfläche erstellt und mit Python die Chat-Funktion und auch die Malfunktion. Jetzt zeigt euch Samuel unseren Prototyp. Genau, also das hier ist. Ich muss jetzt sicherlich auf Escape. Genau, hier sieht man die Website, wie sie bis jetzt aussieht. Und wir haben tatsächlich noch nicht alles ganz fertig implementiert, aber hier gibt es ein Malfenster, wo man zeichnen kann. Also zum Beispiel so eine Art. Ich bin nicht der größte Künstler, verzeiht mir. So könnte es dann aussehen, wenn es ganz fertig gemacht ist. Zeichenfläche, rechts der Chat und unten das Leaderboard. Genau, wir haben noch mehrere Ausblicke, die wir eigentlich noch machen möchten. Wir möchten zum einen noch mehr Arten bzw. auch Tiere hinzufügen, da wir bisher nur 10 eingebaut haben. Das heißt, unsere Datenbank erweitern. Wir möchten den Multiplayer-Modus machen, da bisher man noch nicht miteinander spielen kann und die Zeit während zum Beispiel eines weiteren hoffentlich nicht Lockdowns überbrücken kann. Wir wollen auch noch Features wie das Profilbild hinzufügen. Das heißt, man kann sich so ein kleines Icon erstellen und man kann sehr individuell aus dem Chat heraus erscheinen. Und natürlich auch ein erweitertes Punktesystem einfügen. Das heißt, je schneller man errät, desto mehr Punkte bekommt man. Das Ultimative, was wir gerne erreichen würden, wäre genau dieser Webseitenaufbau. Man kann rechts den Chat sehen mit den Icons, man kann unten das Leaderboard sehen. Und das, was wir zum Beispiel in dem Zeichenfeld gerade sehen, ist der Anfang des Spiels, wo mal der Zeichnende sich ein Insekt aussuchen kann, was er oder sie gerne zeichnen würde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Abgesehen von eurer Aufmerksamkeit danken wir gerne auch dem Jugend-Hack-Team und auch sehr unseren Mentoren Pascal und Sascha. Es gibt ja immer dieses ganz ungerechte Stereotyp, dass InformatikerInnen immer nur drin sind und die Natur nicht kennen würden.
Ist es auch so gedacht, dass wir es spielen können und uns dann vielleicht ein bisschen besser danach auskennen? Ich glaube, ich will nicht zu viel verraten, aber es ist ja hier drin dann doch ein bisschen dunkel. Wir hatten auch einen Arbeitsraum im Keller, wo es sehr kalt war. Das war sehr angenehm. Da hat es dann aber schon so sehr stereotypisch HackerInnen-Vibes, würde ich behaupten. Aber ich hoffe, dass wir mit eurem Projekt dann vielleicht doch alle noch ein bisschen was dazu lernen und nicht wie sonst immer nur, wie Leute behaupten würden, drin sitzen vorm Laptop. Vielen Dank.